einen wunderschönen guten Abend, Ergolding. Herzlich willkommen zur Vizemeisterschaft. Wow. Ich verreck Wahnsinn, hey. Seid Sie gut drauf? Jawohl. Mein Name ist Harry Meyer und ich bin derjenige, der sich das Ganze vor mehr als 13 Jahren ausgedacht hat und ich darf euch heute durch den Abend führen. 10 Kandidaten haben sich beworben, 7 davon haben wir die letzte Stunde für sie ausgesucht und diese dürfen nun nacheinander auf die Bühne kommen und kurz sich vorstellen und ihren Begrüßungswitz präsentieren. Begrüßen Sie mit mir unsere Kandidaten der Witzemeisterschaft! Servus beieinander, mein Name ist Fink Florian, komme aus Oberbayern und ich erzähle jetzt einmal einen ganz kurzen Witz. Zwei Fußballfans, also wirklich fanatische Fußballfans, unterhalten sich und er sagt einer, jetzt ist ja dann Weltmeisterschaft und ich habe meinen Hund extra für die Weltmeisterschaft dressiert. Der kann jetzt Riesenkunststücke, also immer wenn unsere Nationalmannschaft ein Tor schießt, wedelt er mit dem Schwanz. Und immer wenn die Nationalmannschaft gewinnt, dann macht er Männchen. Sagt dann, Respekt. Und wenn die Nationalmannschaft verliert, dann macht er ein Salto. Ehrlich? Ja, vorwärts oder rückwärts? Ja, mal wie er ihn halt trifft. Servus, ich bin der Stefan, komme aus dem schönen Frankenland. Man hört es vielleicht auch. 3 Fallschirmspringer machen das erste Mal die Praxis und sind im Flieger und dann sagt der Chef, also passt auf, wenn ihr jetzt rausspringt, dann zählt ihr bis 3, zieht an der rechten Leine, wenn es nicht funktioniert, dann an der linken Leine und dann geht der Fallschirm auf und alles ist gut. Dann meldet sich einer und sagt, aber ich kann doch gar nicht so schnell zählen wie die anderen. Ja, weißt du dann ein Wort, was genauso schnell ist? Sagt er, ja, Winnetou. Dann sagt er, gut, dann machst du es eben mit Winnetou. Und dann rechts, links, fertig, wir sehen uns unten. Der kommt unten an, sagt zum Ersten, wie war's? Sagt der Erste, ey, das war spannend, das ist so toll, die ganzen Menschen schauen aus wie Ameisen, so klein und toll. Sagt zum Zweiten, und wie war's? Dann sagt der Zweite, ey, das ist überragend, du siehst es ganz anders, das ist so toll. Und dann sagt er, will er zum Dritten, der Dritte ist nicht da. Sagt er zum Ersten, hast du den Dritten gesehen? Sagt er, ja, aber nur ganz kurz, wie er mir vorbeigeflogen ist und gesagt hat, ja, wie heißt denn jetzt der scheiß Indianer? So, grüßt euch alle miteinander. Ich bin der Sepp Schöberl, komme aus Otterzofen, einem kleinen Dorf, Gemeinde Riedenburg, im wunderschönen Altmühltal. Und ja, mein Begrüßungswitz schaut folgendermaßen aus. Bayerin krakelt über den Lort auf. In Heilbonn war das so als Heil runterschmeißen. Und der Bauer so ihrer Helfer, der krakelt ihrer hinten nach. Und wie sie so aufkrakelt, kommt ihrem der Blick zwischen unterm Rucksack rein. Und da sagt er, so einmal bei, hast du eine Netzstrumpfhosen gekauft? Nein, hat sie gesagt, das sind Spinner, wem du fallest. Grüß euch, Gott beieinander, ich bin der Bernhard Sedlmeier und ich komme aus Bayern. Bayern ist zwischen Minger und Rosenheim genau da mit drin, also schreibt man mit AI. Und ich erzähle euch die Geschichte von dem Piloten. Gell? Der Pilot hat seine Fluggäste begrüßt. Hat er so gemacht. Sehr verehrte Fluggäste, ich bin Ihr Pilot Jansen. Wir fliegen von München nach Rio de Janeiro. Wir haben 11 Stunden Flugzeit. Wir fliegen auf 1300 Höhenmeter. Wir haben wunderbares Flugwetter. Ich und meine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Jetzt hat er vergessen, dass er das Mikrofon ausschaltet. Jetzt sagt er zum Co-Piloten, es ist schwer, ich habe 3 halbe Ringe. Und dann mache ich mich, wenn er die neue Stewardess her, die ganz hinten am Flieger ist. Und die ganzen Leute haben das gehört und Stewardess ist auch feierrot geworden. Fangt zum Rasen und schaut, dass vier Kinder das Cockpit rein, dass ich das Mikrofon ausschalten kann. Und bevor sie das Cockpit rein rennt, rennst du mit einem alten Mutterl zusammen, sagt das alte Mutterl, ja, was passiert da so? Der hat gesagt, der trinkt das jetzt 3 halbe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin der Siegfried Sandner, wohne in der Nähe von Landsberg am Lech und bin hier der Stubenälteste mit 84 Jahren.
Und aber so lustig ist es nicht, wie ihr das findet. Ich war nämlich letzte Woche vor einem Spiegel gestanden, nackt. Und dann habe ich runtergeschaut. Dann habe ich mit ihm geredet. Dann habe ich gesagt, wir sind doch miteinander auf die Welt gekommen. Wir haben doch so viele schöne Sachen miteinander erlebt. Warum bist jetzt du vor mir gestorben? Und jetzt zu meinem ersten Witz. Und zwar, der Maxl hat bei Oma und Opa übernachten dürfen. Und dann liegt er in der Besucherritze drinnen und der Opa grabst er hinüber zur Oma. Sagt, hört auf, der Bub schlaft noch nicht. Der grabst er wieder hinüber. Hör auf, der Bub schlaft noch nicht. Geh heute halt dabei in die Küche und trink ein Bier. Er geht in die Küche, macht den Kühlschrank auf, ist kein Bier drin. Bloß eine Flasche Sekt. Nimmt er die Flaschen, dann dreht er an dem Draht und auf einmal, patsch, tut es einen Schäferer. Sagt der Kleine zur Oma, siehst du das, Oma, hättest du den Opa schnackseln lassen, hätte er jetzt nicht erschossen brauchen. Grüß Gott beieinander, ich bin der Roman Weber, ich komme aus Holzheim, das ist in der Nähe von Bad Aibling, Landkreis Rosenheim. Und verzeih jetzt meinen Witz. Da geht ein Fußkranker mit den Kruckern und einer mit dem Sprachfehler, die gehen zum Wunderheiler, weil sie gesagt haben, der kann mit Hand auflegen jede Krankheit heilen. Gell? Ist aber, der hat mit seinen Kruckern dazu gestützt, gell? Und dann hat der Wunderheiler die Hand aufgelegt und hat gesagt zu ihm, wirf deine Krücken weg. Gell? Er hat seine Kruckern hintergeschmissen. Und dann ist der Nächste gekommen mit seinem Sprachfehler, hat er gesagt, hat dann die Hand aufgelegt, hat gesagt, so, du bist geheilt, jetzt sag was. Oh, umgefallen ist er. Grüß euch, Halbedere, ich bin der Chris Buntspecht aus München. Der Superman, der fliegt über Metropolis und der sieht davon Weiben schon über mehrere Kilometer, wie er auf der Dachterrasse Wonder Woman liegt, nackert mit gespreizten Haxen und sie so komisch räkelt. Da denkt sich der Superman, mein Wahnsinn, das muss ja halt mein Glückstag sein, gell? Die habe ich schon alle scharf gefunden. Dann schaltet er in Schnellbegattungsmodus, fliegt runter, macht brrrr, halbe Sekunden später ist er wieder weiter, gell? Also wer jetzt schon gelacht hat, der hat wahrscheinlich selber so einen Superman daheim, gell? Aber, also halbe Sekunden später ist er schon wieder weiter und Wonder Woman ist ganz perplex und sagt, ja sag einmal, was war denn jetzt das? Dann sagt der unsichtbare Mo auf hier, ich weiß auch nicht, was das war, aber mein Arsch brennt wie Sau. Ja, liebe Leute, das sind sie, unsere 7 Kandidaten des heutigen Abends. Und ab jetzt zählt ihre Stimme, denn sie entscheiden in den kommenden Runden, welche 3 unserer 7 ins große Finale der Witzemeisterschaft einziehen werden. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, wir haben keine Kosten gescheut, wir haben ein Applausometer bestellt. Ja, Moment, ja, alles gut, probier, das geht, ja doch, geht schon. Ja, wie läuft das Ganze ab? Jede Runde wird von einem unserer Juroren präsentiert. Es wird eine Kategorie vorgestellt und Sie entscheiden nach jedem Witz, wie viel Applaus Sie spenden möchten, wie viel Sie lachen wollen, um Ihren Favoriten nach vorne zu bringen. Ja? Alle Punkte, liebe Leute, werden zusammengezählt und die 3, die am Schluss die meisten Punkte haben, ziehen ins große Stammtischbattle ein. Verstanden? Ja, Sie verstanden? Gut. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal, wie das Ding funktioniert, wie weit das ausschlagt. Und
begrüßen Sie gleich unsere Juroren. Allen voran Karin Obermeier, Johannes Berzel, Gerda Stein und Fonzi Doppelhammer. Sehr gut, einwandfrei, setzt euch hin, habt einen Spaß und lehnt euch zurück, denn jetzt übernehmen unsere Zuschauer. Allen Anfang macht eine Person, ja, die ist eine echte Vollblutmusikerin. Die Wiesn ist ihr Leben. Liebe Karin, komm doch mal gleich her zu mir. Magst du was trinken? Ja, gern. Ja, hast du was da? Was haben wir da? Was hättest du denn? Ganz klassisch, wie es sich für Penninger gehört. Ja. Drin ein Bärwurz, ja, gern. Ein Bärwurz. Sehr gut. Weil das ist ein super Job. Ja. Kriegt man erst einmal einen Schnaps. Genau, einmal frei, oder? Habt ihr ja schon einen gehabt. Sehr gut. Nicht? Ja, sehr gut. Bärwurz, hast du die Wiesn überhaupt gut überstanden? Die habe ich sehr gut überstanden, ja. Letzte Woche hast du die noch nicht so gut angehört. Ich habe dich kaum erreicht. Wir haben telefoniert. Da war ich gerade auf dem Weg wieder zur Wiesn. Das war ungefähr mein 7. Wiesentag oder so. Und im Yoga habe ich das heute machen darf. Und dann hat er schon gesagt, du hörst dich aber nicht gut an. Ich glaube, da warst du dann nicht mehr so sicher, ob ich es überhaupt machen soll. Ich habe mir gedacht, ich kann die Frau überhaupt singen haben. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann ja nicht singen. Ja. Wiesn TV hast ja sehr lang moderiert. Ja. Warst auch zu singen? Jetzt trinken wir aber erst einmal Prost. Prost. Ja? Prost. Am Prost miteinander. Muss ich ja nicht so ex trinken. Ja, ja. Weg. Freilich. Ich weiß nicht, ob das so gut was ist. Ich werde noch nicht einmal was gegessen. Uiuiui. Ja, schmeckt Funkels. Gut. Ja, ist sehr gut. Prost. Super. Schön. Aber auf nüchternen Magen werden wir sehen, wie sich das heute Abend entwickelt, liebe Damen und Herren. Sehr lustig, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Du gehst ja gerne ins Wirtshaus, gell? Ich gehe so gern ins Wirtshaus und ich mache tatsächlich auch manchmal mit meinen Freundinnen einfach so einen Mädelsabend im Wirtshaus. Ja, was gefällt dir so gut am Wirtshaus? Mir gefällt das einfach, weil man da erstens noch bayerisch reden kann und ich wohne jetzt ja inzwischen in Minger. Ja. Und selbst da gibt es Wirtshäuser, da kann man noch bayerisch reden und dann verstehen die leider noch. Und außerdem ist es schön, weil einfach die Leute da zusammenkommen und man kann immer gut essen und was trinken. Und wie es früher war, manchmal wird sogar auch noch gesungen. Das ist ja sehr selten geworden inzwischen, vor allem auf dem Musikantenstammtisch gibt es das noch. Ich bin ja oft im Hofbräuhaus beim Musikantenstammtisch, da wird dann auch noch gemeinsam gesungen. Aber das ist schon ein bisschen verloren gegangen. Ich darf vorschlagen, wir machen jetzt ein Wirtshaus. Das machen wir jetzt. Da, ja, Fräulein. Hier in Ergolding. Hol dein Ding. Gut. Hol dein, was ist das? Ein Akkordeon. War? Akkordeon, jawohl. Machen wir jetzt schon, gell? Und dann übernimmt jetzt unsere Karin Obermeier. Also ich muss dazu sagen, ich kann eigentlich gar nicht singen. Und der Harry hat gesagt, man kann es nicht einen singen. Dann habe ich gesagt, ja gut, also ich kann mir Quetschen schon mitnehmen, aber dann müssen die Leute mitsingen, so wie es im Wirtshaus halt ist. Und ich würde sagen, wir singen jetzt einfach gemeinsam an. Und zwar ist es so im Wirtshaus, dass man eher selten ein Wasser bestellt. Also gut, bei uns steht jetzt schon ein bisschen ein Wasser da. Aber eigentlich gibt es da andere Getränke und darüber gibt es ein wunderbares Lied. Ich singe euch mal den Refrain vor und dann müsst ihr alle kräftig mitsingen und mich unterstützen. Holz bloß kein Wasser nicht, nein, nein, das mag ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung, kann's nicht verdrungen. Holz bloß kein Wasser nicht, nein, nein, das sauf ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung, kann's nicht verdrungen. So geht der Refrain, habt's ihn drauf? Ihr habt's gemerkt, das ist ein Walzer. Also ihr dürft jetzt voll gern euch bei eurem Nachbarn einhaken, kennt ihr das? Also wirklich alle einhaken und mitmachen, auf geht's! Holz bloß kein Wasser nicht, nein, nein, das mag ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung, kann's nicht verdrungen. Holz bloß kein Wasser nicht, nein, nein, das sauf ich nicht, ich weiß nicht, mein Mung, kann's nicht verdrungen. Aber ein Bier, aber ein Bier, aber ein Glas, ein Bier, das schmeckt mir und ihr. Aber ein Bier, aber ein Bier, aber ein Glas. Ich weiß nicht, mein Mann, kann's nicht verdrungen.
eine halbe, oder ist das ein Mass? Aber das lassen wir heute einmal guten. Auf geht's mal nochmal ganz laut zusammen, alles bloß kein Mass. Dann nicht mehr an den Smog, ich nehme was nicht. Was ist dir das schon klar, dass es kein Maß ist? Alles gegeben, gell? Ich habe sogar auch geschenkt, wir haben Oktoberfest, das Hälfte liegt am Boden und die anderen, naja, es ist, ich habe alles Prost! Gegeben. So, Ex, nein, alles gut. Alles gut, liebe Karin. So, schnall dich ab, setz dich hin, schnall dich wieder an, denn ihr dürft euch jetzt zurücklehnen, ab jetzt entscheiden Sie, liebes Publikum. Ihr habt jetzt die Aufgabe, ja, passend zum Wirtshaus einen Witz dazu zu erzählen. Und wir erfahren jetzt, welche Geschichten unsere Kandidaten zum Thema Wirtshaus parat haben. Wir beginnen im fliegenden Wechsel mit Kandidat Nummer 1. Ja, schauen wir mal, ob wir das Ding aufhaben können. Also, im Wirtshaus sitzt der Jäger am Stammtisch, wie jede Woche. Und wie jede Woche kommt sein Spätzle vorbei und der bittet ihn seit Wochen, er soll ihn unbedingt mal auf die Jagd mitnehmen. Er möchte auch mal mit. Und er erweicht ihn und sagt, gut, morgen in der Früh um 5 Uhr gehen wir auf die Jagd, kannst mitgehen. Ja, die brechen auf, sitzen auf dem Jagerstand, ja, und haben eine schöne Lichtung da und dauert es nicht lang. Da kommt ein wunderschöner Hirsch auf diese Lichtung. Sein Freund nimmt schon das Quali. Da sagt er, na, bist du narrisch, schau mal den schönen Hirsch an. Den kannst du nicht erschießen, das ist ja so ein schönes Viech, ist er direkt schad. Ja, gut. Warten Sie eine Zeit lang, kommt da nur ein viel schöner, ein Riesengeweih, ein Prachthirsch, der legt schon wieder an. Sagt er, halt dich auf, der ist ja nur viel schöner wie der andere. Du, ja, den schönen Hirsch nicht erschießen, das glaube ich aber. Na, warten Sie und warten Sie. Dauert eine Stunde, dann kommt ein mitleidiges Viech, also drei Haxen, lauter Lecher, die Hälfte vom Geweih fällt schon, hupft daher. Sagt er, jetzt kannst du schießen, auf den schieße ich auch einmal. Mann sitzt in der Kneipe am Tresen, trinkt sein Bier, rennt ein 30 cm großer Schimmel über den Tresen. Dann denkt er sich, um Gottes Willen, was war denn jetzt das? Was hat denn der mir ins Bier rein? Trinkt wieder von seinem Bier. Dauert 5 Minuten, rennt der 30 cm große Schimmel wieder zurück. Dann sagt er zum Wirt, sag einmal, was ist denn das mit dem Schimmel? Dann sagt er, ja, wir haben im Keller eine Fee und seitdem habe ich den Schimmel. Dann sagt er, das ist cool. Geht in den Keller runter, kommt wieder hoch, hat 2 Melonen unterm Arm und hinter ihm laufen lauter kleine Schweine. Dann sagt er zum Wirt, du Arsch, du hättest mir auch sagen können, dass die schwerhörig ist, weil ich wollte 2 Millionen in kleinen Scheinen. Dann sagt der Wirt, ja glaubst du wirklich, ich wollte einen 30 cm großen Schimmel? So, Schulklasse, reine Männerklasse, haben alle mittlerweile 60 Jahre alt. Dann haben sie sich getroffen, haben sie gesagt, wir wollten ein Gremium, wir halten jetzt einmal ein Klassentreffen. Okay, das Gremium ist beieinander gesessen. So, hat einer gesagt, und was meinst du, wo gehen wir noch mal hin? Vorschlag. Der eine hat sich gemeldet, und was meinst du? Du hat gesagt, ich war dafür, wir gehen zum Huberwirt. Warum? Die haben junge, neue, hübsche Bedienungen, knackige. Ja, die hat gesagt, das ist der Grund, da gehen wir hin. Wunderbar. Das Klassentreffen war vorbei, alles war super. 10 Jahre später, alle sind 70 mittlerweile. Das Gremium kommt wieder zusammen. Manner, wie schaut es aus? Vorschläge? Ich? Was meinst du? Ich sage, wir gehen jetzt zum Huberwirt. Warum? Die haben einen Schweinsbraten, den können sogar mir noch beißen. Jawohl, das ist stimmig, da gingen wir hin. Ein totaler Erfolg, wunderbar, Essen noch passt. 10 Jahre später, alle sind 80. Und Manner, wie schaut es aus? Was meinst du? Sie hat jemand eine Idee? Da hat er gesagt, die ist schon eine Idee. Was meinst du? Gehen wir zum Huberwirt. Warum? Das sind Toilettenparterre.
Das ist ein Argument, da gehen wir hin. Klassentreffen war wieder ein voller Erfolg und alle haben den 90. Geburtstag erlebt, halt dann das Gremium macht wieder beieinander. Hat jemand von euch eine Idee, wo wir hingehen könnten? Hat einer gesagt, ich wüsste schon was. Was meinst du nachher? Zum Huberwirt. Warum? Ich glaube, da waren wir noch nie. Es war einmal eine Wirtschaft im tiefsten bayerischen Wald, gell? Und da war der Stammtisch schon voll Leute und der Wirt war auch drin geguckt und war recht grübig, gell? Wie geredet haben sie nicht. Auf einmal geht die Tür auf, kommt da eine fremde Person rein in den Wirt. Dann sagt die Person zum Wirt, sagt, Monseigneur, ich brauche eine Zimmer. Dann sagt der Wirt, was bist denn du für ein Landsmann? Sagt der Monseigneur, ich sei ein Franzose. Haut der Wirt, der meine Ober, push! Hat ihn gleich unter den Stammtisch reingewurzelt und hat rausgegraben und gesagt, ja, was soll ich denn? Ich sage nicht, ich sei ein Franzose und die mir rein, das geht doch nicht. Hat er gesagt, ihr Franzosen habt einen Andreas Hofer umgebracht. Monseigneur, ist schon 200 Jahre her. Hat er wieder gesagt, wir haben das gestern erst verzeiht. Ein Preuße geht in eine bayerische Wirtschaft. Das ist allein schon gefährlich. Er schaut, alle Plätze sind belegt. Nur ein Bayer mit einem solchen Durchmesser sitzt auf zwei Stühlen. Auf jedem Stuhl ein anderer Arschbacken. Dann geht er hin, sagt er, Männchen, rücken Sie mal ein bisschen. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Mir ist der Arsch eingeschlafen. Das gibt es nicht. Ein Mensch kann einschlafen, ein Tier kann einschlafen, aber der Arsch kann nicht einschlafen. Dann gehst du ein bisschen näher her nach dem ersten Schnorcher. Geht einer mit der Pistole in ein vollbesetztes Wirtshaus, schießt einmal die Decken auf und blärt, wer von euch hat was mit meiner Frau gehabt, gell? Na, die Bedienung ganz locker, hey Meister, du hast viel zu wenig Munition dabei. Der Sepp sitzt im Wirtshaus beim Stammtisch, so wie jeden Mittwoch, sauft 20 Kolbe und geht heim. Legt sich ja gleich neben seine Frau ins Bett und schlaft da sofort ein. Aber irgendwas ist anders als wir sonst. Weil nach 5 Minuten wacht er wieder auf und um ihn rum ist alles weiß und es steht vor ihm so ein großer alter Mann mit einem langen weißen Bart. Und dann sagt er zu ihm, grüß dich Sepp, ich bin der Petrus und du bist jetzt leider gestorben. Dann sagt der Sepp, na Petrus, geh bitte nicht, ich bin doch noch so jung, du musst mir doch noch ein bisschen leben lassen, schick mich noch mal zurück auf die Erden. Dann sagt der Petrus, also gut, du kriegst noch eine zweite Chance. Ich schicke dich nochmal zurück, aber nicht als Mensch, sondern entweder als Hund oder als Hähner. Dann sagt der Sepp, nein, so ein Hund, ich weiß nicht, immer das anrätige Hundsfutter den ganzen Tag und immer so einen Hacks aufheben beim Bieseln. Nein, das ist nichts, da mag ich lieber Hähner sein. Sagt der Petrus, also gut, schnippst einmal. Und der Sepp ist ein Hähner. Und da merkt er schon langsam, wie er ins Käppchen geht. Und gerade gefallen tut ihm und der läuft durch den Hähnerstall durch. Auf einmal merkt er, wie er so ein unglaubliches Drucker im Bauch hat, gell? Dann geht er zum Hahn hin und sagt, du Hahn, ich habe so einen Drucker im Bauch, was soll ich machen? Sagt der Hahn, ja freilich hast du einen Drucker im Bauch, du bist der Hähner, du musst anlegen. Ja, und wie mache ich das? Ja, du musst einfach ganz fest drucken. Und der Sepp druckt und druckt und schon kommt das erste Ohren aus und der sagt, Wahnsinn, das fühlt sich ja so unglaublich gut an, da lege ich gleich noch eins, gell? Und er druckt und er druckt und auf einmal wackelt der ganze Hähnerstall und seine Frau schreit, Sepp, Sepp, wach auf, du Drecksau, du scheißt das ganze Bett voll. Ja.
So passiert's, gell? Im Wirtshaus. Unser nächster Juror, beziehungsweise der Juror, der die nächste Runde präsentieren darf, hatte das letzte Jahr über nicht viel Zeit, ins Wirtshaus zu gehen, denn erst Hauptrolle im neuen Eberhofer, dann auf großer Kinotour quer durch Bayern. Lieber Johannes, Applaus für dich! So. Alles klar? Ja, servus. Ja, was magst du trinken, Bärwurz? Versteht man mich? Ja, ja, sehr gut. Ja, ich nehme, was hast du anscheinend? Was Besonderes? Also ich kann da was Besonderes, ja. Aber was ganz Besonderes wäre, ich habe was ganz Besonderes für dich, und zwar, du kriegst jetzt von mir einen Franz Josef. Franz Josef, ja? Oh, das ist Wer gut. Wer kennt Franz Josef da hierinnen? Ja, da vorne. Ich zeige euch kurz, Franz Josef ist nicht der Bärwurz, sondern das hat mit dem Blutwurz. Und da schaut, das ist ein Tod, das schaut fast so aus wie du, ein Totenkopf. Ah ja, danke ja, für das Kompliment. Nein, alles gut, aber ich mache dir da einen guten. Und zwar, das ist ganz einfach, man muss da, also das Blutwurz, da muss man jetzt als allererstes einmal ein bisschen was reinschwanken. Jawohl. Ja, du kannst das, das sage ich schon. Sehr gut. Dann, es ist ja ein richtiger Cocktail, aha, ohne Eis. Ja, dass wir nicht krank werden. Ja, schon, ja. Sehr gut. Dass dann mehr Alkohol reinpasst. Genau, gell? Ein Spritz Zitrone, ein bisschen mehr. So, und dann wird das Ganze aufgefüllt mit einem Wildberry. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Wenn du das sagst. Ja, super, das darfst du jetzt gleich probieren. So, wunderbar. Ich sehe schon, die Leute schauen euch, die möchten auch wunderbar probieren. Ja, Bärwurz. Das Hausbrennerei Penninger, und das ist natürlich der In-Cocktail momentan. Jetzt habe ich leider kein weiteres Glas mehr für mich. Okay. Ja, dann trinke ich nur einen Bärwurz. Aber du weißt schon, nur ein Schwein säuft allein. Ja, ne? Ich trinke ja also, mit. Okay, passt. Ich trinke einen Bärwurz. Ich bleib einem Getränk treu. Okay, dann ja, probieren wir wenn das noch was muss, dann du übernehmen. Prost, Johannes. Prost. Lass das schmecken. So, wunderbar. Schmeckt! Du hast ein bisschen Vollblut, wird es du. Das vertragst ja, du schon, ja? Also, wird man gleich nochmal, gell? Prost! Es ist, ja, lass dir nicht schmecken, denn du hast ja wirklich allen Grund zu feiern, ja? Eine Hauptrolle in einem Eberhofer ist ja wirklich schon, wie deine Rollenname schon sagt, ein echter Sechser im Lotto. Das stimmt tatsächlich, weiß ich nicht. Haben wir da Eberhofer-Fans da? Ja. Weitere Frage, wer hat den neuen Eberhofer schon gesehen? Ja, einige, jawohl. Ah, und wer ihn noch nicht gesehen hat, gerne noch ins Kino gehen. Ja, er läuft immer noch über 1 Million Kinobesucher von 0 auf 100. Für dich, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, weil du sagst, also ein richtiger Lottogewinn eigentlich, gell? Aber man kennt ja immer die Schauspieler nur von den Kinorollen. Was unterscheidet dich vom Lotto-Otto? Ja, der Lotto-Otto, ja. Also haben wir ja vorher auf der Kinotour gefragt, bist du wirklich so blöd? Oder Fonsi, kann jetzt jeder für sich selber beurteilen. Weiß ich nicht, was der Fonsi sagt. Nein, aber natürlich nicht. Also, ich bin nicht so blöd, ich bin auch nicht so, na gut, tollpatschig bin ich manchmal schon. Aber, nein, aber natürlich bin ich nicht so kriminell, nicht so dumm und nicht so. So blären da ja nicht so oft weinen, also es gibt schon Unterschiede, natürlich. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja doch ein Charakter, den man da spielen darf, und als Privatperson ist man Gott sei Dank, Gott sei Dank, dann doch ein bisschen anders. Jetzt, wenn du schon mal da bist, eine kleine Frage. Ich meine, jeder Eberhofer dauert 90 Minuten. Wie viele Tage wird gedreht? Also insgesamt waren es 29 Tage. Dann war der ganze Film fertig. Genau, also man kann es so einordnen, so ein Tatort dauert ungefähr 22, 23. Gibt es auch verschiedene Tatorte, so 22, 23 Tage, und da sind es jetzt 29. Mai ist sportlich, wenn Hollywood dreht ein halbes Jahr, wir zügen es auf 29 durch. Das ist Bayern, ja, oder? Ja. Jawohl. Ja, liebe Zuschauer, Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, die werden jetzt bestimmt einen Eberhofer-Witz erzählen müssen. Nein, weit gefehlt, lieber Johannes. Du kriegst jetzt deinen leckeren Franz Josef. Du darfst dich widersetzen. Den nehmen wir mal gleich mit. Ja, gell? Dich zurücklehnen, leer trinken bitte. Und unsere Kandidaten schauen jetzt schon so, denn es kommen jetzt gleich 7 neue Franz Josef hier rein, weil das, lieber Johannes, ist das Thema der nächsten Runde. Liebe Kandidaten, eure Aufgabe ist es jetzt, den
Hausbrennerei Penninger Cocktail Franz Josef so gut wie es geht in den nächsten Witz zu integrieren. Lasst es euch schmecken, frei für Runde 2. Prost! In der Innenstadt ist ein altes Mütterchen und die schiebt ein Rad durch die Stadt. Sie hat vorne einen Korb und hat hinten einen Korb. Ein Polizist hält es auf und sagt, ja, Frau, was haben Sie da eigentlich alles dabei? Was ist denn das da vorne im Korb? Sagt, ja, das ist eine Flasche Penninger Blutwurz. Was tun Sie mit dem? Ja, da machen wir jeden Tag mit dem Franz Josef, da geht's mir gut. Mhm. Und hinten haben Sie zwar so Sackerl drauf, was ist, schaut denn das erste rein? Lauter 2-Euro-Stücke drin. Sagt, aha, ja, aber wo haben Sie die ganzen 2-Euro-Stücke her? Sagt, ja, wissen Sie, Herr Schutzmann, ich wohne ja direkt neben dem Fußballstadion, gell? Und die Männer, die trinken Bier beim Fußball und dann gehen sie raus und dann bieseln sie mir alle in den Garten rein. Aha. Und jetzt hab ich mir so eine große Heckenschere gekauft und jetzt stehe ich mich immer hinter den Zaun so hin und sage, 2 Euro oder ich zwicken weg. Sagt der Polizist, ja, das ist einleuchtend, ja. Aber was ist denn im anderen Sack drin? Ja, weil ja jeder zahlt ja nicht. Mann geht ins Wirtshaus, setzt sich an Tresen und hat seinen Affen dabei. Bestellt sich einen Franz Josef, trinkt ihn und auf dem Tresen steht eine Schale mit diesen ganz scharfen Chilischoten. Der Affe sieht es, kippt sich die ganze Schachtel rein und isst sie. Und dann sagt er, wird faszinierend, der Affe, das ist ja der Wahnsinn. Und auf jeden Fall, eine Woche später kommt er mit seinem Affen wieder in die Kneipe, bestellt sich wieder seinen Franz Josef und dann der Affe sitzt da, steht eine Schachtel mit Erdnüssen. Der Affe nimmt die Erdnüsse, reibt sie an seinem Arsch und schluckt sie runter. Dann sagt der Wirt, sag mal, was ist denn mit deinem Affen los? Der spinnt ja total. Sagt er, ja, glaubst du wirklich, der macht den gleichen Fehler noch einmal? Der Luis Trenker, die ältere Generation werden ihn noch gut kennen, eine Bergsteiger-Ikone aus Südtirol, war bekannt dafür seine lustigen und amüsanten Geschichten. Und jetzt erzählt er halt von seiner letzten Bergtour halt dann, wo er unterwegs war, mit seinem besten Freund, Sepp. Ja, Leute, lasst euch erzählen, letzte Woche, da waren wir unterwegs, der Sepp und ich. Kennst du Sepp? Ein bulldiebscher Kerl, braun im Gesicht, gar nicht sehen, wo der Rucksack auf Kreuz und die haben wir gesagt, hey, packen wir's wieder, ist ein wunderschönes Wetter heute, dann haben wir unseren Rucksack gepackt, haben einen Speck, haben wir rein, einen Käs haben wir rein, ein Brot haben wir rein, ein Bier und hat er gesagt, du, ganz was Neues vom Penninger, den Blutwurz, den Franz Josef, den nehmen wir auch mit. Gut, dann haben wir den Rucksack gepackelt und dann sind wir auf 3 Stunden, 4 Stunden und ein Wetter war geschwitzt, haben wir schon beide und ich, der Sepp, kennst du Sepp? Sepp, ein bulldiebscher Kerl, braun im Gesicht, gar nicht sehen, wo der Rucksack auf Kreuz und die und dann waren wir endlich dran und dann haben wir gesagt, setz mal uns nieder, gell? Macht bei uns eine schöne Jausen und dann haben wir ausgepackt einen Speck, einen Käse, ein Brot, ein Bier und da schau her, sagt der Brauwirt, den Bärwurz, den Blutwurz und den Franz Josef, den, naja, das ist ein Getränk. Und wir haben uns gestärkt und dann habe ich gesagt, Sepp, schau hinten, Sepp, da hinten, kennst du den Sepp? Der Sepp, ein bildhübscher Kerl, brauche ich gar nicht wieder. So, ich Sepp, pack zusammen, da hinten kommen die ersten Wolken, nicht, dass schlecht Wetter wird, gehen wir, pack was zusammen. Gut, haben wir zusammengepackt, dann habe ich gesagt, passt, was, wir machen eine Abkürzung, gehen wir über den Gletscher. Hat er gesagt, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Hat er gesagt, gehen wir runter. Ich bin vorausgegangen. Und der Sepp hinten noch, kennst du den Sepp? Der Sepp, ein bildhübscher Kerl, brauche ich gar nicht wieder, Rucksack aufgereizt. Passiert hinten noch, und wir gehen über den Gletscher. Einmal ist er weg. Der Sepp, kennst du Sepp? Ein bildhübscher Kerl, braun im Gesicht, kann ich jetzt im Rucksack, nimm mir da. Ich schau hinter, ist der drin in der Gletscherspalte. Sepp, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Ich schmeiß das Seil runter, häng die ein, zieh die rauf, sagt der Luis, hat er gesagt, das geht nicht, hab mir die Hände gebrochen. Ja, grüezi Dirken, der Sepp, ein bildhübscher Kerl, braun im Gesicht, kann ich jetzt im Rucksack verreizt, hat sich die Hände gebrochen, hängt in der Gletscherspalte. So, Sepp, pass auf, machen, schlaufen, hängt die andere drum, jetzt sicher die beiden Füße rauf. So, rauf, Luis, geht auch nicht, hab mir die Füße abgebrochen. Hängt der arme Kerl drin, Hände gebrochen, Füße gebrochen, der Sepp. Geht's dir, Sepp?
politische Kehlbrang, sie kann sie drücken, 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 sie kann sie geschwitzt habe ich noch nicht, genau wie heute, mein bester Freund, der Sepp, kennst du den Sepp, politische Kehl. Ich speise sie seit runter, hängt sie bei der Guschen. Und ich ziehe. Und ziehe. Und er kommt immer näher. Der Sepp, ein politischer Kerl. Ein Profi. Und ziehe. Und hab mich schon vor mir, der Scheu. Sepp, geht's du? Ja! Also, da war einmal einer in Straubing ein Geibumfest, gell? Und dann ist er dann noch in den Bar gegangen, und dann hat er halt von den Franz Josef etliche reingeschickt, gell? Und die waren, glaube ich, richtig gut, oder? Brutal gut. Muss dringen, also wirklich. Und da hat er halt ein bisschen zu viel erwischt, und dann hat er halt einen schönen Häpfer zusammengebracht, und dann hat er den Zug reingeguckt, dann hat er den Zug drin geguckt, da sitzt ihm gegenüber eine brutal schöne Frau. Oh, schöne Frau? Ja, was wollen Sie denn? Oh, schöne Frau, Sie haben so ein schönes Herz. Was wollen Sie denn von mir? Oh, Sie haben so ein Top-Herz, gleich zwei, oh. Ja, schöne Frau, der will eine Arme am Busen reinbeißen. Was freut denn den ein? Ich bin doch nicht, kriegst 100 Euro von mir. Was? 100 Euro? Niemals! 500 Euro. 500 Euro will ich in einen Arm in den Bus reinbeißen. 500 Euro? Nein, niemals! Ich bin doch keine. Was wollen Sie von mir? Dann hab ich gesagt, 1000 Euro. 1000 Euro kriegst du von mir, wenn ich in einen Arm in den Bus reinbeißen darf. Dann hat sich die feine Dame gedacht, 1000 Euro ist ein Haufen Geld. Leck mir mal. Da war da gerade keiner im Abteil, dann hat einen umhängen lassen. Dann ist er zugerutscht, da hat er. Hat er da ohne Klecken. Dann hat sie gesagt: Ja, beiß es heute mal zu! Hat er gesagt: Ich habe kein Geld mehr dabei. Die Frau Bosch-Boschil und die Frau Navratil treffen sich am Markt zum Einkaufen. Auf einmal sagt die Frau Bosch-Boschil: Ja, Frau Navratil, was war denn los? Heute Nacht hat man einen toten Mann aus ihrer Wohnung rausgetragen. Ja, das muss ich Ihnen erzählen, das ist eine lange Geschichte. Ich sitze in meinem Kaffeehaus bei meinem Kaffeetscherl und plötzlich kommt ein Mann rein. Sagt der gnädige Frau, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ich war nicht abgeneigt und er setzt sich zu mir. Dann sagt der gnädige Frau, darf ich Sie zu einem Franz Josef einladen? Ja, ich war nicht abgeneigt und wir trinken am Franz Josef und noch am Franz Josef. Und nach dem fünften Franz Josef sagt der gnädige Frau, darf ich Sie nach Hause bringen? Na, ich war nicht abgeneigt und er bringt mich nach Hause. Und sagt der gnädige Frau, darf ich Sie begleiten in die Wohnung rauf? Na, ich war nicht abgeneigt und er bringt mich in die Wohnung rauf. Sagt der gnädige Frau, mach mal ein bisschen Liebe. Na, ich war nicht abgeneigt. Wir machen ein bisschen Liebe und plötzlich verdreht er die Augen und ich denke, jetzt kommt er. Dabei ist er gegangen. Unser ehemaliger Ministerpräsident, der Franz Josef Strauß, fährt mit seinem Fahrer durch Niederbayern. Gell? Und hat sein Fahrer gesagt, Herr Ministerpräsident, da vorne gibt es eine Wirtschaft, da gibt es ein Getränk, das heißt genauso wie Sie. Das ist vom Penninger ein Franz Josef, das schmeckt ausgezeichnet. Was halten Sie davon, sollen wir das einmal probieren? Gell? Dann sagt der Franz Josef, ah, ja, das ist gut, wenn das so heißt wie ich, dann fahren wir da hin. Gell? Dann möchte er das schon sehen, was das ist.
sind sie in die Wirtschaft reingegangen, haben sie einen Franz Josef bringen lassen, haben ihn ruhig, haben ihn gleich sehr gut gefunden. Dann hat der Strauße die Speiskarten angeschaut, sagt, da steht da eine Schildkrötensuppe drauf. Gell. Dann hat er gesagt zu seinem Fahrer, hey, gut, die weigt mich, die bestellen wir jetzt. Gell. Bedienung hergewungen, gnädiges Fräulein, bringen Sie mir doch bitte so eine Portion von der Schildkrötensuppe. Ja, selbstverständlich, hat es gesagt. Dann hockt er da, geht eine halbe Stunde um mich, geht eine Stunde um mich, kommt keine Schildkrötensuppe, nichts kommt. Gell. Dann hat der Strauße zu seinem Fahrer gesagt, sag, jetzt schau jetzt einmal die Küche aus und schau, was da los ist. Gell. Da geht ja gar nichts vom Zeug, gell. Da kommt ja nichts. Fahrer geht raus an die Küche, sieht dann Kochstehen. Schildkröten da, Schildkröten hat einen Kopf draußen. Und jetzt mal, wenn er mit seinem Hackel runterfällt, bumm, wo er Schildkröten einen Kopf runterhauen muss, zeigt Schildkröten einen Kopf ein. Hat er wieder neben gehauen, gell. Dann hat der Fahrer vom Strauße gesagt, hat er gesagt, darf ich dir mal helfen? Ja, freilich, wenn du das hinbringst. Sagt der Freis, haben wir gleich, gell. Ist hingegangen, Schildkröten, hat mit dem kleinen Finger der Schildkröten einen Arsch rein, die hat vorne einen Hals ausgestreckt, zack, Kopf runtergehauen von der Schildkröten. Schaut ihn der Koch ganz in Geister an, sagt er, ja, Sapperwald, hat er gesagt, woher kennst denn du den Trick? Gell? Sag ich, was glaubst du, wie ein Strauß heute Krawatten bin? So, der Franz hängt im Wirtshaus, gell, hat schon 11 halbe gesoffen. Dann schaut er auf die Uhr, denkt sich, ja, Kruzifix, es ist schon fast eins, jetzt muss ich aber heimgehen, sonst kriege ich einen Stress mit meiner Frau. Und wo er gerade aufsteht, dann macht Job und flackt er am Boden, bredelbrot. Kruzifix, gell, es gibt's ja nicht, nein, ich kann noch nicht gehen. Dann zirkt er sich wieder an der Bar so hoch, so gut, als halt kann, gell, ruft am Barkeeper, sagt, Sepp, Sepp, du musst mir helfen, ich bin so besoffen. Sepp kommt vorbei und sagt, ja, was macht man da? Ja, du musst mir irgendwas geben, was mir irgendwie wieder Führer riecht. Ja, pass auf, das trifft sie wunderbar, weil ich habe heute einen neuen Drink ausprobiert. Und zwar nimmt man da ein bisschen am Penninger Blutwurz, dann tut man einen Zitronensaft oben drauf und ein bisschen am Wildberry und das riecht die sofort wie der Führer. Und weil du der Franz bist und nicht der Sepp, nehmen wir das Getränk jetzt einfach Franz Josef. Franz ist total begeistert, gell? Nimmt den ersten Franz Josef. Sauft nein. Ja, Wahnsinn. Das ist ja so gutes Zeug. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich wieder gehen. Also, Sepp, vierte, gehen wir's gut. Und, atsch. Schon flackt er wieder am Boden, gell? Gibt's ja noch nicht. Nein, ich bin noch nicht fit. Jetzt zieht sie wieder auf an der Bar, sagt du, Sepp, na, ich glaube, ich brauche nur so einen Franz Josef, falls dass ich wieder fit bin. Kriegen wir das hin? Sepp sagt, freilich, trinkst noch ins Warten, Franz Josef. Und der Franz kriegt schon ganz große Augen, gell, und zuzelt aber. Ah, oh, Wahnsinn, ist der gut. Ein wahnsinnsguter Franz Josef. Also ich glaube, jetzt bin ich fit, jetzt gehe ich heim. Und er will wieder aufstehen und patsch, flackt er wieder. Sagt er, jetzt legt es mir am Arsch, jetzt kriege ich einfach heim. Dann kriegt er heim, wohnt er nicht weit weg. Kriegt nein ins Schlafzimmer, kriegt zu seiner Frau ins Bett, kriegt nein ganz leise. Gell. Am nächsten Tag wacht er auf, weil seine Frau schon so blärt. Und sagt, sag einmal Franz, du warst gestern wieder sauber besoffen, oder? Na, warum? Ich war doch nicht besoffen, ich war doch total stark, wo ich heimgekommen bin, sagt sie. Ja, stark warst du schon, aber der Sepp aus dem Wirtshaus hat gerade angerufen, du hast deinen Rollstuhl vergessen. Unsere dritte Runde wird präsentiert von einer Person, die mittlerweile mehr auf den Bühnen Bayern unterwegs ist als zu Hause. Bühne frei für Fonse Doppelhammer! Ja, servus. Geht's? Ah, jetzt. Ja, servus, grüßt euch und habe Dere. Gell? Mei, einige von euch werden mich gar nicht kennen. Gell? Ja, ja. Ja. Gell, die sind nicht halt da, weil es ein Bier gibt. Oder Penninger Blutwurz. Gell? Oder weil ich halt wirklich grandiose Witze erzählen da sind, das muss man ganz ehrlich sagen. Oder sind anderweitig irgendwie gezwungen worden. Gell? Nein, steht das auch ihrerseits. Die anderen, die wo wir aber vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben, ja, die werden mich jetzt wahrscheinlich gar nicht wieder erkennen. Gell? Weil ich jetzt ganz anders ausschaue. Ja. Ich habe eine Typveränderung hinter mir. Ein bisschen eine Wesensveränderung auch. Aber vor allem eine Typveränderung.
Ja, weil ihr glaubt es ja nicht. Ja, ich habe auch 2017 bei den Vizemeisterschaften mitgemacht, da bin ich damals niederbayerischer Meister geworden. Und was seitdem passiert ist, ja, auf einmal haben sie mich eingeladen zu Fernsehshows. Gell, und Zeitung ist dahergekommen. Und dann haben wir ein paar so Internetvideos draus, irgendeinen Stinkefisch haben wir gegessen. Gell, und irgendwelche Jellybeans oder was weiß ich. Und auf einmal kommen sie daher, aus Uli Lecher, die Manager. Sponsoren, Ausstatter. Und das Schlimme ist, jetzt waren uns ja vor mir alle einig und haben gesagt, Fonsi, ab 2022 musst du jetzt eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Und meine neue Zielgruppe, das seid ihr. Junge und junggebliebene, dynamische, erfolgreiche, schöne Leute, gell? Die dürfen ruhig auch wegen sexy sein. Und jetzt, wenn ich da so umeinander schaue, ein Wahnsinn. Dann schaut euch doch mal selber an. Jetzt schaut mal bitte jeder mal seinen linken Nachbarn an. Schaut es einmal an. Ha? Ja? Schaut er nicht gut aus? Ja, dann sagt es ihm halt auch mal. Sagt es ihm einmal. Man darf sowas auch mal sagen. Gell? Ja! Ja, weil einem selber, dem tut es ja nicht weh und dem anderen tut es gut. Gell, deswegen bitte bei drei, ihr müsst auch nicht mehr bei drei, schaut jetzt bitte mal jeder seinen linken Nachbarn an und dann sagt er, ja, leck mir am Arsch, schaust du gut aus. Gell, das probieren wir jetzt. Also, eins, zwei, drei, ja, leck. Ja, seht es. Ja, ja. Und da haben wir jetzt eine ganz andere Stimmung. Gell, positive vibrations. Und die braucht man, gell, auf der Bühne. Positive Vibrations. Ja, und vor allem ich. Ja, weil ihr müsst wissen, normalerweise der hier auf gar keiner Bühne stehen. Nein. Nein, weil damals, gell, vor 34 Jahren. Ja gut, damals, vor 38 Jahren. Ja, da hätten sie mich im Krankenhaus drin fast vertauscht. Und wenn das passiert, dann darf ich heute nicht da stehen. Angang ist es schon, dass mein Papst Speckem ist zu meiner Entbindung. Jetzt muss ich noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir haben daheim ein Wirtshaus gehabt, gell, und eine große Metzgerei mit dabei. Und mein Papa hat natürlich immer viel Arbeit gehabt. Und es war ja früher auch gar nicht so gang und gäbe, dass da die Männer immer dabei waren bei der Entbindung. Das hat sich ja später so eingebürgert. Also mein Papa hat das auf keinen Fall was ausgemacht. Gell, also der war da schon rein in den Kreis, der hätte den Nabelschnur schon durchgeschnitten. Ich meine, das ist ein Metzger. Ja. Und danach hat er es gleich durchgewaschen wie so ein Schweinsdarm. Gell, also jetzt... Ja, das war dem gleich gewesen. Gell? Aber er ist jetzt spät gekommen, ist aber rein ins Krankenhaus, auf die Entbindungsstation, weil er seinen kleinen Fonsi anschauen wollte. Gell? Da waren so verschiedene Türen und die waren alle so beschildert und über der ersten, die ist drüber gestanden, sehr schöne Kinder. Ja, hat er sich gedacht, da muss er drin sein, mein Fonsi. Gell? Jetzt hat er aufgemacht, Fonsi, Fonsi, Fonsi. Oh, so war ich nicht drin. Jetzt ist er zur nächsten Tür gegangen, ist drüber gestanden, normale Kinder, also nichts Besonderes. Ne? Mei, hat er sich gedacht, ja, kommen wir doch nach der Mutter. Ja, gut, dass die Mama nicht da ist. Also, macht er auf, Fonsi, 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 da war ich auch nicht drin. Jetzt ist er zur nächsten Tür gegangen, ist drüber gestanden, kreislige Kinder. Denkt er sich um Gottes Willen, gell? Macht er auf. Fonsi. Fonsi, da war ich auch nicht drin. Jetzt ist er zur nächsten Tür gegangen, ist drüber gestanden, Fonsi. Naja, ja, ihr lacht. Da klatschen lasse ich mir eigentlich, das könnt ihr so machen, gell? Nein, aber ganz ehrlich, ja, ich war wirklich kein schönes Kind. Nein, meine zwei Halbschwestern sagen, ich habe mich bis heute nicht verwachsen, gell? Nein, ich habe ausgeschaut, ich habe ein Beutel gesehen, ich habe geschirgelt. Ich habe so geschirgelt, ob ich beide auch gleichzeitig durch ein Schlüsselloch schauen können. Ja, ich bin gewarnt, ob sie mir Tränen teilweise am Bug runter. Naja, so habe ich geschaut. Ich habe Tennis anschauen können, ohne dass ich den Kopf bewege. Meine Mama hat mich das erste Mal gesehen, da bin ich so da gelegen. Dann hat sie zu meinem Papa gesagt, der hast du auch Alfons, gell, die waren wegen Einfalls los. Hast gesagt, also, du Alfons, du, jetzt schau dir den einmal an. Du, ganz ehrlich, jetzt müssen wir aufhören mit den Kindern, weil jetzt werden sie nichts mehr. Ja, ich hab keine Geburtsurkunde, ich hab ein Entschuldigungsschreiben vom Kondomhersteller.
Nur, dass ihr euch das Ausmaß ein bisschen vorstellen könnt. Ja, und dann war es ihm fast passiert. Gerne hätten sie mich im Krankenhaus drin fast vertauscht. Ja, Gott sei Dank haben sie da meinen Papa noch erwischt dabei. Und deswegen stehe ich heute da als der Doppelhammer. Danke. Ist ja drin. Und ganz ehrlich, ich weiß wirklich so. Ja, fragst du, wenn sie so mitleidig anschaut. Ich heiße wirklich Doppelhammer. Das ist kein Künstlername, nicht wie beim Poppy oder beim Lotto Otto oder was weiß ich. Gell? Ich heiße Doppelhammer. Und ganz ehrlich, wenn du Doppelhammer hast, dann hast du in deinem Leben eh bloß noch zwei Möglichkeiten. Also entweder du wirst halt Witzeerzähler, gell, Komiker, oder du wirst halt Pornostar. Ja. Ja, ich hab's ausprobiert. Ja, ich habe mal in einem Porno mitgespielt. Ja gut, ich war der Mode, wo in die Arbeit gefahren ist. Scheißrolle. Ja, unbefriedigend. Ja, kann man auch sagen. Nein, aber die Mai, also meine asiatische Freundin, die Mai. Er hat gesagt, Fonsi, ganz ehrlich, wenn du in einem Sexfilm mitspielen möchtest, ist ja wie wenn die Angela Merkel bei der Victoria's Secret Engel Modenschau mitlaufen möchtest. Hat gesagt, also deine Qualitäten liegen überall, aber nicht unter der Gürtellinie. Ja, und so ist es. Ne? Also die Mai. Ja, aber ich habe dann gemerkt, also Karriere als Sexfilmdarsteller ist nichts. Ne? Und dann habe ich zum Witz jetzt angefangen. Mein Papa war das aber überhaupt nicht recht. Ja, weil der wollte natürlich, dass ich Wirt werde und Metzger. Ne, dass ich das alles mal übernehme, aber zum Metzger hat es halt bei weitem nicht gelangt, weil ich war halt jetzt auch nicht so der, ja, nicht so der spitzeste Pfeil im Köcher, wisst ihr, was ich meine, ne? Ja, also nicht so die hellste Kerze am Kuchen. Ja, ja. Mein Papa hat immer gesagt, Bur, du bist der Beweis, dass der komplette Ausfall des Gehirns nicht zwangsläufig zum Tode führt. Und mir hat er gesagt, wenn du das schnellste, intelligenteste und am weitesten entwickelste Spermium in meinem Hoden drin warst, möchte ich nicht wissen, was da aus dem Rest war. Ja, da bist du natürlich dann auch nicht mehr motiviert. Ne? Also habe ich mir gedacht, nein, Virtu Metzger ist nichts. Und dann habe ich halt zum Witze erzählen angefangen. Ich muss aber auch sagen, ich mache es nicht hauptberuflich. Ich habe schon noch einen anderen Beruf. Gell, aber das ist auch nicht Beruf meiner ersten Wahl, weil eigentlich wollte ich immer zum Müllabfuhr. Ja, weil ich war der festen Überzeugung, die arbeiten nur mittwochs. Ne? Also alle zwei Wochen. hab ich gemeint. Okay, aber dann habe ich Probe gearbeitet, da habe ich schon gesehen, nein, ich war doch ein wenig mehr. Ne? Und dann wollte ich ehrlich Skispringer werden. Ja. Ja, aber wie soll ich sagen? Ja, ich hatte keine Chance. Ne? Ja, und dann wollte ich eigentlich Gynäkologe werden. Ja, aber da hätte ich dann zu viel Abstriche machen müssen. Das habe ich mir gedacht. Das ist auch nichts. Dann habe ich mich noch beworben als Regisseur, gebe per E-Mail bei Tesafilm. Habe ich aber irgendwie nie eine Antwort gekriegt. Ja, und dann habe ich noch so, ja, so 6 Wochen lang habe ich noch so einen Fleischgeruch in so vegetarische Verpackungen reingerülpst. Aber da hat man dann irgendwann so graust, ne? Also vor mir selber und vor dem Tofu-Zeug und was weiß ich was. Gell? Und dann habe ich noch eine große Leidenschaft gehabt und die dann auch fast zu meinem Beruf gemacht, gell? Weil dann wollte ich eigentlich Zauberer werden. Ja, Magier. Ja, ich habe schon einen Namen gehabt. Magic Fonz. Da hätte dieser Magic Mike Gebacker kennen. Ja, ganz ehrlich, Brothers. Und ich war gut. Okay, ich war wirklich gut, möchte ich sagen. Ich bin aber dann auch gescheitert. Ja, und zwar an der zersägten Jungfrau.
Ja, wie soll ich sagen, das mit dem Auseinanderschneiden, das ist schon gegangen. Nicht gerade mit dem Zusammensitzen habe ich jetzt hier nicht Probleme gehabt. Ne? Ja, seitdem habe ich meine zwei Halbschwestern. Aber was ich wirklich dann vom Beruf gemacht habe, das könnt ihr natürlich erfahren in meinem Kabarettprogramm. Geil, sau witzig, ich bin ja wieder in Bayern unterwegs und auch nächstes Jahr sind wir bestimmt irgendwo bei euch in der Nähe. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr nicht scheitert, gell, am Beruf, beziehungsweise an der Kategorie Berufswitze. Ganz, ganz tolle Kandidaten hier bei der einzig wahren Witzemeisterschaft vom tollen Harry Mayer. Schön, dass ihr da seid. Das war's von mir. Feier am Fonse, habe ich die Ehre. Wahnsinn. Ja, ja, ist ja tatsächlich so, gell? Von einem Hauptberuf jetzt zusätzlich noch die Berufung zum Beruf gemacht. Wie oft warst du heuer unterwegs? Ja, zwischen 55 und 60 Mal jetzt. Bis jetzt. 60 ja. Mal am Wochenende. Genau. Frau hast du aber schon, oder? Das siehst du aber selten. Wie viele Frauen das ich habe? Oder was bist du denn? Oder gibt es nur die eine? Nein, nur die eine, die Mai. Genau. Ja, der Mann hat wirklich seine Berufung zum Beruf gemacht. Lieber Fonsi, hock dich hin. Jawohl. Und jetzt schauen wir mal, über welche Berufe unsere Kandidaten zu berichten wissen. Bühne frei! In die Berg ist eine kleine, abgelegene Polizeistation. Und wie es so ist, turnusmäßig, kriegen die zwei neue Pferde, Dienstpferde. Jetzt stehen die zwei Polizisten vor denen Pferde und sagen, wir halten jetzt mir die zwei auseinander, dass wir wissen, welches deins ist und welches meins ist. Ja, schwierig. Dann sagt er, ich habe eine Idee. Ich tue bei meinem einen Schweif halbieren. Also da schneide ich die Hälfte weg, dann schauen die unterschiedlich aus, dann kommen sie auseinander. Sagt er, das ist eine sehr gute Idee. Der macht das, schneidet die Hälfte weg. In der Nacht stehen die zwei Pferdel im Stall drin und schaut das eine so rüber und sagt, was ist denn mit dir los? Warum? Ja, du fällt daher über die Schwarf. Ja, den haben sie mir weggeschnitten. Ja, das geht doch nicht. Die schaut nicht. Also da mag ich keinen ganzen Schwarf haben. Weißt du was, beiß mir auch die Hälfte weg. Ja, die beißt ihm die Hälfte weg. Die zwei Polizisten gehen in der Früh in den Stall rein und sagen, oh super, jetzt kommen sie wieder nicht auseinander. Oh, was tun wir denn? Ich tue bei dem Mind Mähne da so ein Stück rausrasieren. Ja, genau, super. Der rasiert da hinten so einen Pfleg raus. Pferdl im Stall wieder. Mei, wie schaust denn du aus? Der fällt ja da oben was. Ja, aber weißt du was? Beiß mir das auch weg, weil die mag nicht, dass ich da so einen schönen Mähne habe und du hast da so ein Zeug. Ja, die beißt ihm da hinten einen Fetzen raus, die zwei Polizisten in der Früh rein. Ja, super. Wir kommen jetzt mit den zwei Pferdl auseinander. Aber weißt du was? Nimmst du das Schwarze und ich das Weiße. Ein Gynäkologe wird arbeitslos, denkt sich, muss ich mal einen neuen Job suchen, bewirbt sich in der Autowerkstatt als Kfzler. Und da sind drei Bewerber und dann kommt der Chef rein und sagt, also passt auf, wir machen das ganz leicht. Da steht das Auto, da ist ein kaputter Motor drin. Ihr baut den kaputten Motor aus, repariert den, baut den neuen Motor wieder ein und dann gibt es dafür Punkte. Also die höchste Punktzahl sind 100 Punkte. Also die drei machen das. Dann kommt der Chef wieder vorbei und sagt, das habt ihr alles super gemacht. Der erste kriegt 100 Punkte, der zweite kriegt 100 Punkte und der Gynäkologe kriegt 200 Punkte. Dann sagen die anderen zwei, das ist schon ein bisschen unfair, weil die Höchstpunktzahl waren ja 100 für den Motor tauschen. Dann sagt der Chef, ja, aber der Gynäkologe hat es durch einen Auspuff gemacht. Jetzt treffen sie zwei Geschäftsleute und unterhalten sie, wie es halt momentan so läuft. Dann sagt Donny zum anderen, du sagt er, ich habe seit ein paar Wochen einen Verkäufer, der stottert zwar ein bisschen, aber das ist ein Ass, der verkauft Sachen, dem, wenn du mal vorbeikommst, horcht er noch. Ein paar Wochen später kommt er in die Richtung, oder sie denkt, gut, den horchen wir jetzt wirklich einmal an, geht in das Geschäft rein und stellt sich ein bisschen so hinter das Regal, damit er den zuhören kann, wird er verkauft. Oh, jetzt schau es mal her, das ist jetzt eine kleine Angel, da fangen sie die kleine Fisch. Und dann nehmen sie die große Angel, da fangen sie die großen Fisch.
Da hat sich der Mo gedacht, ja, eigentlich möchte ich schon große Fischfangerhaltung, gell? Sie packen es mir doch die ein. Ja, gut. Ha, halt. Brauch es ein Zelt auch. Was ein Zelt? Ja, ja, Freilich hat er gesagt, die großen Fische, die beißen am besten in der Früh. Da fährst du am Montag schon hin, baust das Zelt auf, bist schon da. Ja, du sie denkt, stimmt. Also packen sie es ein. Ha, halt. Brauchst du Schlauchboot auch noch? Ein Schlauchboot. Ja, Freilich hat er gesagt, die großen Fische beißen da in der Mitte vom See. Brauchst du ein Schlauchboot, damit du hinkommst? Ja, das Ding stimmt auch. Also, packel dein Schlauchboot, Zelt, große Angel. Dann geht der Mo hinten führer und klopft dem Verkäufer auf die Schulter, sagt er, sie sagt er, ich habe ihn jetzt da weit lang zugehört. Also Respekt, wie sie das schaffen. Der wollte bloß eine kleine Angel. Jetzt haben sie mir eine große Angel verkauft und ein Zelt und ein Schlauchboot. Respekt. Ja, hat er gesagt, und der hat gar keine Angel nicht braucht. Der wollte da eigentlich Tampon für seine Frau. Hat er gesagt, zwei Wochen in die See verschissen, gehst zum Fischen. Da war einmal ein LKW-Fahrer, gell? Ein LKW-Fahrer, der hat mit seinem LKW gefahren und der war halt recht viel unterwegs, gell? Ist fast nie heimgekommen. Und weil er nie heimgekommen ist, hat er sich ja nie anwaschen können, gell? Jetzt war der immer hübsch gründig, der LKW-Fahrer, gell? Ein hübscher Ogu hat der gehabt, gell? Und dann war er so, dass er einmal in der Dorf reingefahren ist mit dem LKW, dann hat er seine Schuhe angeschaut und dann hat er ich brauche neue Arbeitsschuhe, ich brauche unbedingt neue Arbeitsschuhe, gell? Dann hat er den LKW hingestellt, ist in die Schuhgeschäfte reingegangen und wie der in die Schuhgeschäfte reingeht, haben alle Leute rausgerannt. Der Hund hat gestungen. Ein so gestungen, das glaubst du nicht. Dann haben die Leute alle rausgerannt, dann ist Fräulein hingegangen und gesagt, oh, was wünschen Sie bitte? Dann hat er gesagt, ich brauche eine Arbeitsschuhe. Ja, was haben Sie denn für Gräst? Ja, 45, gell? Und dann hat er gesagt, zeig mal die alten Schuhe aus. Jetzt zieht er die Schuhe aus. Dann gleich Scheimo gelaufen, gell? Dann hat Regali umgefallen, weil der so eine Zehenkasse gehabt hat, gell? Brutal. Ey, der 16 Zehenkasse hat der auch noch gehabt, gell? Dann ist, da ist gar nicht mehr hingekommen zu ihm, gell? Eine gestiegene Wand von der Nummer, na, ist gar nicht mehr hingekommen zu dem. Dann hat er gesagt, hier Geschäftsführer, da ist einer da, der hat so eine Zehenkasse und Stinger, der, die Leute haben schon alle angehauen, ich komme nicht mehr hin zu dem. Dann hat der Geschäftsführer gesagt, um Gottes Willen. Nicht rausgegangen gehen, hat er gesagt, da haben sie die neuen Schuhe und da die alten, aber gehen sie aus. Dann hat er gesagt, zahlen brauche ich nichts. Nein, zahlen brauchen sie nichts, gehen sie aus. Dann macht er die Lohntür auf, lässt dann einen Schuss, sagt, da kann die für die noch ein paar Hausschuhe haben. Ja, Berufe, das ist ein schwieriger Fall für mich. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen Apotheker und Doktor. Welche wollt ihr denn hören? Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, drücke ich euch alle zwei rein. Nehmen wir zuerst den kurzen. Zwei Ärzte unterhalten sich, sagt der eine, du, ich habe ein riesen Problem. Ich habe ein Verhältnis mit einer Patientin angefangen. Sagt der andere, ist doch kein Problem. Ich habe jede Woche ein anderes Verhältnis mit der Patientin. Ja, sagt er, du bist Gynäkologe, aber ich bin Tierarzt. Aber jetzt kommen wir zum Apotheker. Ein Junge mit 16 Jahren geht in die Apotheke und sagt, Herr Apotheker, ich möchte ein Kondom kaufen. Dann sagt er, ja, was hast du denn für ein Gräs? Sagt er, das weiß ich nicht, ich habe noch nie eins gekauft. Ja, sagt der Apotheker, das ist kein Problem, wir haben da ein Bredel und da sind Löcher drin verschiedene und Nummern dran. Und da gehst du jetzt hinter die Tür und schaust, welche Größe das du hast. Na, der geht hinter die Tür und der Apotheker bedient weiter und nach einer halben Stunde fällt ihm der wieder ein. Dann schaut er hinter die Tür, dann sagt er, und, weißt du jetzt dein Gräs? Er sagt, das mit dem Kondom hat sich erledigt. Was kostet denn das Bredel?
ist es so, du hast jetzt sehr, also es darf ja jeder wirklich nur einen Witz erzählen und darum haben wir natürlich auch nur den ersten gelten lassen. Es tut mir leid, gleiches Recht für alle. Ich mache jetzt gerne im Besen, schauen wir mal, ob es langt. Lieber Roman, auf geht's. Die Mutter geht mit ihrer 17-jährigen Tochter zum Arzt. Der Doktor sagt, ja, was feit einer denn? Ja, mir feit nichts, aber die Tochter, die isst und isst und isst und wer mal bevorst da. Können Sie mal nachschauen, was da los ist? Der Doktor sagt, freilich, untersucht das. Nach einer halben Stunde sagt er zu Mama, ja, das ist ganz logisch, hat er gesagt, ihre Tochter ist im dritten Monat schwanger. Ach, geschwanger, hat er gesagt, das kann ja gar nicht sein, meine Tochter, die war noch nie mit einem Mann zusammen, gell, das gibt's ja gar nicht, oder? Hat die Tochter gesagt, nein, Mama, ich habe ja noch nicht einmal einen Mann geküsst, gell. Dann geht der Doktor zum Fenster hin, schaut beim Fenster aus, fragt die Mama, sagt er, stimmt da draußen was nicht? Ja, hat sie gesagt, schon, aber das letzte Mal, wie das passiert ist, ist da hinten im Osten ein Stern mit Schwarf aufgegangen und ein paar weiße Könige haben über den Hügel gekommen, das mag ich diesmal nicht verpassen. Der Bauer fährt mit der Bayerin mit dem Bulldog auf den Acker hinaus. Auf einmal kommt der Wetter und es schütt aus Kübeln und kurz drauf ist der ganze Acker ein ordentliches Schlammfeld. Gell? Und wie es kommen muss, bleibst du dann stecken mit dem Bulldog und dann sagt die Bayerin, ja was der Mann jetzt? Sagt der Bauer, du, da brauchst du ja nichts denken, ist mir schon oft passiert, wir ziehen einfach beide unsere Joppen aus, legen die Joppen vorne und die Rohrfahne rein, du links, ich rechts und dann gebe ich Gas und dann komme ich der Quiz wieder hinaus. Also ziehst die Joppen aus, schmeißen sie unter die Rohrfahne rein, gell? Der Bauer gibt Gas, macht's. Ja, sind die Joppen unter dem Bulldog in der Drehglack drin, aber der Bulldog hat sich keinen Zentimeter gerührt. Ja, blöd, das ist mir jetzt noch nie passiert. Was denn wir jetzt? Na, weißt du was, jetzt gehen wir all in, jetzt ziehen wir uns komplett nackert aus, schmeißen das ganze Gewand unter die Rohrfahne rein und dann muss es ja funktionieren, oder? Ja, gesagt, getan. Sind sie pudelnackert im Bulldog, gell, das ganze Gewand ist unter die Rohrfahne drin, der Bauer gibt wieder Gas, macht's. Das ganze Zeigel unter dem Bulldog drin, der Bulldog hat sich keinen Zentimeter gerührt und beide hocken oben pudelnackert und frieren. Dann sagt der Bauer, na, ich weiß auch nicht, jetzt musst du doch zum Nachbarn gehen, musst den Nachbarn fragen, ob er uns ausziehen kann. Frau geht zum Nachbarn, bevor es leid, schaut es nochmal runter und denkt sich, hey, ich bin ja komplett pudelnackert, das geht ja nicht, ich habe nur eine Schuhe an. Dann zieht sie die Schuhe aus, gell, und hält die Schuhe da unten so hier und den Arm oben nimmt sie so und dann denkt sie so, jetzt kann ich leiten, gell. Dann leitet sie mit dem Ellenbogen, ding dong. Nachbar kommt raus, sagt, ja, sag einmal, was ist denn mit dir passiert? Ja, mein Mo ist stecken geblieben und du musst jetzt den ausziehen. Dann schaut der Nachbar auf die Schuhe und sagt, wenn er mal so tief drin steckt, dann kann ich auch nichts mehr machen. Ja, meine Damen und Herren, das waren Sie, unsere Runden, und ich hoffe, Sie haben mit bestem Wissen und Gewissen geklatscht und abgestimmt. Wir schalten das Applausometer aus. Und eine Person unter uns war ganz fleißig. Die hat nebenbei alle Punkte zusammengezählt. Sie zählt noch einen großen Applaus für unsere Cora. Drei von euch ziehen ins Finale ein und ich lese jetzt drei Namen vor und diese drei Personen würde ich bitten, kurz aufzustehen, ihren Stuhl zu nehmen und sich um unseren Stammtisch zu platzieren. Im Finale der Witzemeisterschaft 2022 ist der Sepp Schöberl. Zwei Plätze haben wir noch. Bitte noch nicht aufschreiben, denn wir losen dann nochmal neu aus. Es ist nämlich ganz wichtig, wir haben jeweils immer, muss ich kurz erzählen, jeder, der bei der Witzemeisterschaft bereits war, weiß es, wir losen jeweils immer die Reihenfolgen aus. Auch das hier, diese Runde ist ausgelost worden, aus einem ganz einfachen Grund. Kategorie Berufe hat natürlich der Erste immer die schönste Arbeit, denn er kann einen Witz erzählen, den er mag. Und heute im Vorentscheid ist es ja bereits mal passiert, dass einer einen Witz erzählt hat, den eigentlich der andere erzählen wollte. Und darum hat der Letzte immer das Nachsehen. In dem Fall war es der Buntspecht Chris.
Er hat aber hier nicht das Nachsehen, denn er ist ebenfalls im Finale. Einen Platz haben wir noch. Einen einzigen. Und dieser Platz geht an unseren Stammesältesten, Siegfried Sandner. Lieber Sigi, geh her, lass der Helfer. Na, das ist sehr gut. So, wunderbar. Ja, man muss auch sagen, die letzte Runde, da hätte es beinahe mit deinem Witz wirklich beinahe, aber es hat gereicht. Kommen wir jetzt zu unserem Stammtischbattle. Wir müssen jetzt eine Reihenfolge festlegen und das machen wir in altbewährter Weise mit Hölzchen ziehen. Wir haben hier drei Hölzchen. Und ich würde euch jetzt bitten, jeder zieht ein Hölzchen. Ihr haltet es jetzt zusammen. Jawohl, und somit haben wir ja einmal eine Reihenfolge. Der mit dem kürzesten beginnt, den ersten Witz erzählt jetzt immer der Sigi Sandner, den zweiten Witz der Buntspecht Chris und den dritten Witz zum krönenden Abschluss darf unser Schöberl-Sepp von sich geben. Und das machen wir jetzt so lange der Reihenfolge, bis die Jury diesen Buzzer hier drückt. Und dann darf sich die Jury kurz zur Beratung zurückziehen, am Tisch zusammensetzen und entscheiden, wer denn der Gewinner, wer denn der Witzemeister 2022 wird. Auf ein faires Duell möge derjenige mit dem besten Witzen oder mit dem besseren Witzen gewinnen. Einen Riesenapplaus für unsere Finalisten. Viel Spaß! Harry, bleib da, ich brauch einen Ständer. Ach so. Ja, kein Problem, muss er da halten. Ach so, ja. Südtirol, ein paar Bauernbuben sind in der Wirtschaft und der eine sagt, jetzt habe ich eine Stelle als Knecht bei einem Bergbauern. Und ich habe aber so viel Angst, da sind die Wiesen so steil, ich muss mit der Hand mähen, weil man mit der Maschine nicht hinkommt. Ich habe so viel Angst. Sagt der andere, da ringst du mal einen Blutwurz, der gibt Kraft und Angst hast du auch keine mehr. Du, der trinkt also 5 Blutwurz, geht heim und in der Früh ist er bei seinem Bauern. Dann sagt der Bauer, und, kannst du mähen? Auf der Wiesen. Dann sagt er, logisch, nimmt das eins und mäht mit der Sans. Denkt sich der Bauer, der hat eine Kraft, die nützt sich richtig aus. Der muss gleich mit 2 Sansen machen. Er macht mit 2 Sansen. Da sagt der Bauer, der ist beieinander, die nützt sich richtig aus. Er rennt ihm einen Rächer hinten in den Arsch rein. Zusammenrächer muss da auch noch gehen. Also vorne hat er gemäht und hinten hat er zusammengerächert. Ab kommt der Horn zu seiner Frau, da sagt sie, und wie hat es dann gefallen bei dem neuen Bauern? Oh, du bist ja so ein gescheiter Hund gewesen, der hat mir so ausgenützt. Ja, habe ich mit 2 Sansen machen müssen. Sagst du, du hast ja ein Loch in der Hose. Ja, da hat er mir einen Rächer reingerannt zum Zusammenrächern. Ja, warum hast du die Hosen nicht vorher ausgezogen? Ja, dann hätte ich dreschen auch noch müssen. Geht eine Frau ins Schuhgeschäft oder zum Schuster und sagt, ja, ich hätte gern neue Hausschuhe. Und zwar sollen diese Hausschuhe bitte rot sein, aber nicht direkt rot, sondern Bordeaux-rot. Vorne mit Bommel und hinten mit Naht. Sagt der Schuster, gut, das können Sie schon haben. Stoff habe ich da, dauert 2 Tage, dann sind Sie fertig. Nach 2 Tagen kommt es wieder, dann sagt er, schauen Sie her, gnädige Frau, da sind Ihre Schuhe Bordeaux-rot, vorne Bommel, hinten eine Naht.
Ja, das ist jetzt aber blöd gelaufen, weil jetzt hat mir gerade heute Morgen mein Mann einen neuen Morgenmantel geschenkt und der ist aber grün. Und zwar nicht direkt grün, sondern mintgrün. Und da kann ich jetzt ja keine bordeauxroten Schuhe dazu anziehen. Deswegen bräuchte ich neue Schuhe in mintgrün, vorne mit Bommel, hinten mit Naht. Der Schuster schnauft einmal tief durch, gell, und sagt, ja gut, den Stoff habe ich aber nicht da, das dauert dann eine Woche. Eine Woche später kommt die Frau wieder und ich werde jetzt euch schon denken, sie war wieder nicht zufrieden, gell? Schuhe sind fertig, aber sie sagt, ah, jetzt aber ganz blöd gelaufen, mein Mann hat gestern Abend das Wohnzimmer neu gestrichen und zwar in blau und zwar nicht direkt blau, sondern in himmelblau und dann bräuchte ich jetzt himmelblaue Schuhe, vorne mit Bommel und hinten mit Naht. Dann sagt der Schuster, so, jetzt können Sie mal schön stark am Arsch lecken und zwar nicht direkt am Arsch, sondern erst vorne an die Bommel und dann hinten an der Naht. Eine Frau geht mit dem Hund zum Tierarzt. Der Tierarzt sagt, was fehlt denn? Ich weiß nicht, hat gesagt, der Hund, der schnarcht, ich kann nicht mehr schlafen. Haben Sie da irgendwas Besonderes? Man hat gesagt, da geben Sie jetzt was Neues. Das ist eigentlich ganz eine natürliche Geschichte. Da binden Sie, flechten Sie einen schönen Lorbeerkranz und den binden Sie einen Hund an den Schwanz hin. Und nach 3-4 Tagen merken Sie es, der schnarcht nicht mehr. Also sie haben einen Lorbeerkranz geflochten, binden sie ihm am Schwanz hin und wirklich nach 3-4 Tagen schnarcht der Hund nicht mehr. Hat sie sich gedacht, wenn es beim Hund haut, dann kann es beim Mann auch klappen. Hat sie ihm in der Nacht halt dann das Lorbeerkranzl über sein Pfeiferl drüber da halt dann. So, jetzt wird der Mann dann da wach, geht ins Bad rein, sieht das Ding rumhängen, leck mich am Arsch, nimm das Handy, rufst den Späßl. Du, wir haben wir gestern überall gewesen. Ja, zuerst waren wir in der Kneipe, also waren wir im Puff auch noch. Ja, Freilich, da waren wir auch noch. Kannst dich du an die Siegerehrung noch erinnern? Zwei Burschen sitzen im Wirtshaus, sagen zum Wirt, hast du einen Bärwurz da? Ja, logisch habe ich einen da. Gib uns einen Bärwurz. Und nochmal einen Bärwurz und nochmal einen. Und dann haben sie langsam einen Rausch zusammengerückt und sind aus der Wirtschaft raus, aber nicht beim Haupteingang, sondern versehentlich hinten raus. Und der Wirt hat vergessen, dass er die Aborkrumdegel zudeckt. Und in einem Rausch fallen die zwei Deppen in den Aborkrum rein und stehen auf Zehenspitzen in der Scheiße. Auf einmal sagt der eine, Sepp, jetzt müsst ihr sterben. Sagt der andere, warum? Ich muss scheißen. No, dann machen wir einfach gleich das passende Pendant dazu, wo zwei Frauen unterwegs sind miteinander zum Saufen gehen. Und die lassen es richtig rachen und trinken ein Bier und einen Schnaps nach dem anderen. Und dann sind sie auf dem Heimweg und auf einmal müssen sie bieseln, aber es ist weit und breit kein Klo in Sicht. Aber sie kommen am Friedhof vorbei, dann gehen sie einfach schnell am Friedhof und bieseln hinter den Grabstuhl hin. Jetzt haben sie aber nichts zum Abwischen. Da nimmt die eine einfach ihre Unterhosen und schmeißt sie in irgendein Grab rein danach und die andere nimmt so einen Trauerkranz zum Abwischen, gell? Am nächsten Tag unterhalten sie die beiden Ehemänner, da sagt der eine zum anderen, du, also wenn unsere Weiber zum Saufen gehen, das ist echt kein Gaudi, gell? Also, die ist heimgekommen gestern, die war so randvoll und der Unterhosen hat auch nicht mehr gehabt. Dann sagt der andere, das geht ja noch, meine war auch randvoll und zwischen die Arschbockern hat's ein Bandel gehabt, wo drauf gestanden ist, wir werden dich nie vergessen, deine Freunde von der Feuerwehr. Muss ich aufstehen, beim nächsten Witz hilft nicht. Früher war es ja auch so, wie es auf den Hof Stroh heimgefahren haben, da haben die Knechte haben Stroh aufgespießt und oben haben die Tieren gewesen, die Mägde, und haben alles sauber angehast und am Schluss, wenn sie fertig gewesen sind, sind sie mit einem Schwung so runtergerutscht über das ganze Stroh und da haben sie nur keine so Häserl nicht gehabt, Bezer, sondern so ein Beinkleider. Jetzt sind halt der eine Tieren ein paar Kerneln reingerutscht, jetzt geht es alle bei so über den Hof. Das sagt der Knecht, sag einmal, Mari, was ist denn mit dir? Mei, hat's gesagt, alles, wir haben ein paar Kerneln reingekommen.
du, hat er gesagt, da habe ich vielleicht was, ein Treubicker. Was, ein Treubicker? Ja, wie geht denn das? Ja, geh einmal mit, oder so ein gescheit Maus, gell? Dann sind sie fertig gewesen, dann packt sie so beim Sackl, sagt sie, du, Aris, der hat sich vielleicht schon einen schönen Krupp gefressen. Also auf dem Fall hinauf muss ich wirklich einen Anständigen erzählen. Ein Mann geht in ein ganz vornehmes Autohaus. Da gibt es nur Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Bugatti und so weiter und so fort. Und er sieht da im Eck einen roten Ferrari stehen, holt den Verkäufer und sagt, sie, was kostet der rote Ferrari? Ja, sagt er, der hat einmal 150.000 gekostet, jetzt kostet er nur noch 100, wir haben den runtergesetzt schon ein paar Mal. Ja, sagt er, das passt, ich hab das Gerät im Bar dabei und gefallen tut er mir auch den Kaffee gleich. Dann zahlt er und zahlt 99.997. Sagt er, das fehlen mir 3 Euro. Aber die 3 Euro können sie doch nachlassen. Bei 100.000, nein, hat er gesagt, den haben wir schon ein paar Mal runtergesetzt, dass ich muss die 100.000 haben. Da sagt er, tut mir leid, dann muss ich mir das überlegen. Dann nimmt er sein Geld wieder und steckt es wieder ein. Dann geht er raus auf die Straße, da sitzt der Bettler draußen. Sagt er zu dem Bettler, du, leih mir 3 Euro, ich möchte mein Auto kaufen. Sagt der Bettler, da hast du 6, nimm mir auch einen mit. Der Eberhard ist ein Banker und er hat es nicht leicht. Im Job läuft es nicht so gut und daheim hat er eine böse Frau, die ja recht der Dracher ist. Und so kommt es, dass der Eberhard recht oft nach der Arbeit direkt in die Kneipen marschiert und sie richtig zusauft. Und so war das auch letzten Samstag, gell? Da haut er sich ein Bier nach dem anderen rein, zwischendurch einmal einen Penninger Bärwurz und einen Franz Josef und einen Wodka Bull und alles, einfach kreuz und quer gemischt. Und irgendwann merkt er schon, dass der Schnaps ansteht, gell? Und dann will er gerade noch zum Heisellaufen so schnell er kann. Aber er schafft's nicht mehr ganz und kurz davor setzt dann so einen Verteiler auf und dann speibt er sich sein ganz Sakko voll. Das gute Hugo Boss Sakko, was ihm seine Frau zum Geburtstag geschenkt hat. Dann geht er zum Barkeeper hier und jammert, gell? Und sagt, mei, wenn ich jetzt heimgehe, dann kriege ich so einen Einlauf, das hat's mir doch zum Geburtstag geschenkt, dann werde ich so einen Ärger kriegen. Sagt der Barkeeper, du, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann nehmen wir jetzt einen 20er, den stecken wir da vorne in die Brusttaschen rein und dann sagst du einfach, die hat irgendwer anders angespielt und hat dir drum den 20er gegeben für die Reinigung. Ja, sagt der Eberhard, das ist ja Wahnsinn, das ist eine super Idee, genauso machen wir's. Steckt er den da rein, trinkt noch ein paar Bier und dann geht er heim. Am nächsten Tag wacht er auf, weil sie heute schon so blärt. Eberhard, du Zusau, hast wieder so gesoffen, he? Das ganze Sakko hast du ruiniert. Sagt er, na Schatzi, das war doch ein Missverständnis. Ich hab mich gar nicht selber angespielt. Mir hat wer anders angespielt und drum hat er mir den 20er da in die Brusttaschen gesteckt. Dann sagt sie, der hätte aber leicht einen 50er auch geben können, weil in die Hosen hat er auch noch geschissen. Sind ein paar Feuerwehrler da? Der ein oder andere wird bestimmt bei der Feuerwehr sein, schätze ich mal. Brauchst keine Angst, dann passiert nichts. Also, ein Feuerwehrkamerad hat Hochzeit. Ganzen Tag, wenn man es halt früher gehabt hat. Und es ist immer schöner geworden und schöner geworden halt dann. Und ja, auch ein bisschen schon Temperatur halt dann. Und dann kurz bevor der Hochzeit gar wird, sagt seine Frau, die Braut halt dann voller Freude: Mein Schatzi, jetzt freue ich mich dann aber schon auf die Hochzeitsnacht. Leck mich am Arsch. An das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, du, ja. Jetzt geht er hinten raus ins Telefon, ruft er seinen Kommandanten an. Sagt er, du weißt doch, ich habe heute Hochzeit. Jetzt ist dann Hochzeitsnacht. Ja, was mache ich da? Weil ich sagt, da bist du ein Depp. Von was leben wir bei der Feuerwehr? Von Kommandos? Da gehst du heim und schaffst da, dann gehört hat das ich. Gut, Hans heim. Stehen jetzt vor dem Schlafzimmer. Sagt er, Kommando 1, ins Schlafzimmer. Ja. Kommando 2, die Rollo herunter. Ja. Kommando 3, das Bett aufklappen. Ja. Kommando 4, ausziehen. Ja. Kommando 5, auf geht's. Jawohl. Und dann haben sie so, weil er dahinter 10 Minuten, Viertelstunde scheint sie. Kommando 6, Kommando 6.
Ja, was ist das? Mehr Schlauch, mehr Schlauch. Ja, meine Damen und Herren, die Jury hat entschieden, wer wird denn jetzt der Witzemeister 2022? Ja, der dritte Platz, es war sehr, sehr knapp, muss man sagen, also den Drittplatzierten und den Zweitplatzierten, den trennt nur ein Punkt. Und ja, der dritte Platz geht dieses Jahr an Chris Buntspecht. Also nun gehen wir zum zweiten, Herr Kollege Otto Lotto. Bitte schön, gib uns doch den zweiten bekannt. So, jetzt mal kurz schauen, da stehen ja Zahlen. Na Spaß, nicht, dass es vertauscht, gell, Hagi, das war nichts. Also, was steht da zuvor? Ja. Ich muss mich konzentrieren. Trommelwirbel. So, na, also. Und der zweite Platz geht an, es war natürlich, haben wir schon gesagt, sehr knapp, und der zweite Platz geht an. Das ist der Name, gell? Das ist. Zweiter Platz geht an den Sepp. Glückwunsch! So, und ich habe jetzt natürlich die angenehme Aufgabe, dieses wunderbare Brotzeit-Bredel-Schützenscheibe dem lieben Siege übergeben und ihm herzlich danken für diesen amüsanten Abend mit deinen Witzen. Und du hast den ersten Preis vom Publikum auch verdient. So schnell lassen wir dich nicht nach Hause gehen. Einen darfst du jetzt sogar noch erzählen. Harry braucht wieder einen Zuhälter. Ja. Der Chef von einer großen Firma fährt auf dem Parkplatz seiner Firma mit einem Dienstwagen 300er Mercedes. Er schaut in den Rückspiegel, dann sieht er, hinter ihm fährt ein 600er Mercedes nach. Er denkt sich, gibt's das, dass bei mir einer arbeitet, der einen 600er Mercedes hat? Dann geht er ins Personalbüro, dann sagt er, haben wir einen da, der wo einen 600er Mercedes fährt? Ja, wir haben einen Schlosser da, der fährt einen 600er. Ja, gib's mir mal die Gehaltslisten her. Ja, der verdient 2400 brutto. Das gibt's ja nicht, dass ich dir einen 600er leisten kann. Am nächsten Tag fährt er wieder rein, ist ein 300er, der andere mit 600 hinten nach. Dann steigt er aus, dann geht er hin. Dann sagt er, Entschuldigung, aber arbeiten Sie bei mir? Ja, Herr Generaldirektor, ich arbeite bei Ihnen als Schlosser. Ich hab's nachgeschaut, 2400 brutto und Sie fahren einen 600er, wie gibt's denn das? Ja, Herr Generaldirektor, ich gewinne jede Wette. Gleich hat er gesagt, das gibt's ja nicht, dass einer jede Wette gewinnt. Sagt er, mit einer Wette, wenn Sie morgen früh reinkommen, dann haben Sie einen Hodenbruch. Okay, wette mir 100 Euro. Eingeschlagen. Am nächsten Tag fährt er wieder rein mit seinen 300er, der andere mit 600 hinten noch. Steigt er gleich aus, dann geht er hin. Sagt er, gell, wir haben gestern gewettet, dass ich heute einen Hodenbruch habe, 100 Euro, und ich habe keinen Hodenbruch. Er sagte, Sie haben einen Hodenbruch. Er sagte, es wäre doch wohl ich besser wissen, wer Sie. Sagte, Entschuldigung, Herr Direktor, müssen Sie einmal das Hosentierl aufmachen? Ja, dass ich nachschauen kann. Dann klagt er nein, das Hosentierl. Sagte, tatsächlich, Sie haben gar keinen Hodenbruch.
Sagt er, 60 Wetten haben sie schon verloren. Sagt er, aber die anderen 300 Wetten mit den Kollegen, dass ich den Alten heute noch einen Sack gegangen habe, habe ich alle gewonnen. Unser Vizemeister 2022. Das war's von unserer Seite. Kommen Sie gut nach Hause und vor allen Dingen kommen Sie wieder. Servus miteinander.